Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Let's Play. Ich bin Niki und das ist jetzt mein erstes Let's Play, das ich jetzt so in der Art mache. Und wir spielen heute Slender. Slender, euch allen wahrscheinlich bekannt, mir noch nicht. Ich habe selbst noch nicht gespielt und freue mich eigentlich ziemlich darauf, das zu spielen. Alle sagen, es ist super und toll und so, ja, wir werden es jetzt sehen. Ich habe noch nichts gemacht, überhaupt nichts gemacht. Es ist gerade das allererste Mal, dass ich es gestartet habe. Ich werde sehen, wie es geht. Ich latsche einfach drauf los. Ich weiß nur, dass man irgendwie Seiten sammeln muss und so um Slenderman entkommen muss. Ja, das war's eigentlich schon. Sonst noch was zu meiner Person. Ihr kennt mich vielleicht aus diesem anderen Let's Battle Video mit Marcel, dieses Need for Speed Hot Pursuit, Let's Battle, das Interceptor-Ding da. Ich wohne auch nur ein paar Häuser weiter entfernt von Marcel. Und ja, sonst noch, hinter mir seht ihr irgendwie mein wunderschönes Zimmer. Liegt mein E-Bass rum und sonst, ja, es ist Abend, ich spiele mit einer Lampe. Scary, nein, Spaß. Ist doch relativ hell, ihr sollt mich auch noch sehen. Und ich würde sagen, dann fangen wir doch mal an. Start Game. Parsec Productions. Kommt sowas wie ein Intro? Okay, ich glaube, jetzt ist es an uns, die Seiten zu finden. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Collect all 8 pages. Kann man auch irgendwie rennen oder so? Ja. Ich ducken? Oh, Lampe aus. Naja, nicht gut. Was meint ihr? Sollte man eher auf dem Weg bleiben oder sollte man sich in den Wald begeben? Also soweit ich gehört habe, ist ja ab erster Stufe noch kein Slenderman hinter einem her. Das heißt, wir können locker so rumlaufen irgendwie. Da. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange das jetzt gehen wird. Ich hoffe nicht allzu lange, weil meine Festplatte ist fast voll. Gehen wir mal in den Wald rein. Ja, keine Bussis, ne? Ist ein bisschen langsam. Ein Zaun. Zaun, was heißt das? Können wir da nicht weiter? Könnt ihr mal schauen, wie lange das Video dauert und dann schreibt ihr unten mal rein, wie schnell euer schnellster Lauf war, ungefähr. Schätzt einfach mal. Ist hier was? Nein. Es ruckelt etwas. 13 FPS. 13? Es hält. Komisch. Normal ist mein PC absolut dazu in der Lage, auf 40, 50 FPS flüssig aufzunehmen. Spiele. Aber nein. Slender. Nicht.
ein grafisch anspruchsvolles Spiel. Die sehen irgendwie nicht so aus. Es ist ein Baum mit zwei Stämmen. Ein Zwillingsbaum. ich habe keinen Plan, wo ich hinlaufe. Langsam sollte doch mal hier... Oh, wir sind wieder auf einem Weg. Rennen wir mal den Weg entlang. Boden. Baum. Eigentlich schön gemacht, der Himmel und so. Warte, ich stelle mal meine Helligkeit vom Bildschirm hoch. Dann sehe ich vielleicht mehr. Ja, wunderbar. Bei euch hat es wahrscheinlich keinen Effekt, aber oh, was ist denn das? Rennen wir hin. Wahllos in die Welt gestellte Wände. Seite. Oh mein Gott. Wo ist das Licht? Achso, ich hab's ausgestellt. Leave me alone. Ich will dich aber nicht alleine lassen. Ich will die Seite finden. Okay, ich denke, dass man hört was. Oh Gott. Ich glaube, er weiß jetzt, wo wir sind. Er kennt keine Gnade. Slenderman, macht was immer ein Slenderman macht. Steht er hinter einem Baum? Kann er nicht, er ist ein Slenderman. Der Baum bewegt sich nicht. Ja. Baum. Überall Bäume. Ich krieg Platzangst. Und Nebel haben sie auch hinzugefügt. Erinnere ich mich? Oh. Sicht wird blurry. Nein, der Slenderman. Zack. Weg hier. Den gesehen da gerade? Oh, ich krieg eine Gänsehaut. Ich will nicht zum Slenderman. Ich will noch leben. Nebel. Das soll neu in dem Update sein, hat der Marcel gesagt. Gruselig, oder? Ja, eindeutig. Aber ich glaube, bei der ersten Seite tut er einem noch nichts. Heißt es. Okay. Das sieht jetzt auch nicht sehr random aus. Ich denke, die Welt ist random gestaltet. Aber solche Sachen sind dann natürlich von Menschenhand hinzugefügt. Keine Seiten. Keine Seiten. Man entspannt sich immer irgendwie so, aber eigentlich sollte man angespannt sein. Ich habe wieder einen Schock gekriegt. Bleib weg, böser Slenderman. Ich krieg echt einen Schock. Ich weiß nicht warum. Es sollte ja eigentlich nicht passieren, dass man da so sich erschreckt, wenn man ja weiß, das ist alles nur... Ich glaube, die Macher arbeiten da echt so mit psychologischen Tricks, weil an sich, oh mein Gott, du gehst durch einen dunklen Wald. Und eigentlich machst du nichts als mit einer Taschenlampe leuchten. Aber ich glaube, das ist dieses Grusel-Image, das von allen Filmen hergestellt wird. Oder eine Zikade grillt. Eine Grille zirpt, so heißt es. Oh, da vorne ist was. Machen wir uns bereit auf eine neue Slenderman-Attacke. Nachts, dunklen Wald, nur eine Taschenlampe und ein komischer Mann oder was auch immer, Slenderman, der einen verfolgt.
Das ist schon echt scary. Also, keine Ahnung. Es ist so ein Klischee. Oh, ich glaube, da ist was. Ich glaube, hier ist sollte die nächste. Also erstmal Grafikfehler. Hallo Grafikfehler, wie geht's dir? Nein, es ist die Seite. Ich will die Seite aber nicht finden. Ich glaube, das zählt als gefunden, ja. Gehen wir in die Richtung weiter. Das sind alles psychologische Tricks und das Dumpen im Hintergrund, was ihr da auch hört, wahrscheinlich, hoffe ich mal, wenn der Game-Sound laut genug ist und nicht von meiner impertinenten Stimme überschattet wird, dann hört ihr das. Und das sind so Sachen, die spielen einfach mit der Psyche des Menschen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Menschen da einen Herzinfarkt gekriegt haben. Ich glaube, da hinten war er wieder. Ich will da rein. Da muss eine Seite sein. Es wird schneller, das Stampfen. Okay. Ein Haus. Ein komplett leeres Haus. Geziegelt wie ein Schlachterhaus. Ganz toll. Wunderbar. Ein umgefallener Stuhl. Hallo Stuhl. Stuhl. Und das ist schon wieder so ein Gruselklischee. Ganz ehrlich. Ein leeres Haus. Hier ist keine Seite nirgendwo. Schöne Decke. Minzgrün. Super Sache. Ah nein, das sind nur Störungen in meinem Headset. Mein Headset ist ziemlich im Arsch. Es hat Wackelkontakte. Das ist, war mal ein 5.1 Headset. Mittlerweile, keine Ahnung, 2.5. Einer ist zumindest ausgefallen. Das ist dunkel. Ein Lautsprecher hier, mein rechter, ist ausgefallen. Ich höre also nur noch auf einem Ohr. Und der rechte knistert so vor sich hin. Also. Ich will kein Slenderman finden. Wo ist denn das hier? Ist was eingeschlagen? Man kann es gar nicht. Oder ist der Fall vielleicht abgenutzt? Ich weiß gar nicht. Ich gar nicht wissen, was die da gemacht haben. Jetzt geht es daran, den dunklen Gang zu erkunden. Wo war denn der? Oh ja, hier dunkler Gang. Dunkler Gang, immer böse. Nein, es geht noch raus. Ich will nicht wieder einen Slenderman sehen. Man will ja überleben, ne? Auch wieder ein Urinstinkt des Menschen, ein Überlebensinstinkt. Und wenn man weiß, wenn man von vornherein weiß, dass irgendwas passieren wird, was einem das Leben kosten wird, ja, ist man natürlich schon mal gleich nochmal mehr angespannt, ne? Rechts oder links? Ene, mene, Miste, es rappelt in der Kiste. Ene, mene, weg und du bist weg. Okay, hier geht's lang. Da will man natürlich auch nicht hin. Man will natürlich am Leben bleiben. Ach ja, mein awesome Shirt. Da. Something, someone, Tyrion, nebensächlich. Er weiß, wo wir sind. Ich will nicht. Wieso tue ich das? Oh Gott. Ein Auto. Ein verlassenes Auto. Jetzt müsste es nur noch ausgebrannt sein. Oh oh, und das, oh nee, das ist ein Seitenspiegel. Slendy, wo bist du? Slenderman. Slenderman. Bist wo immer du auch bist. Weißt du, wo wir sind? Natürlich. Du bist ein Slenderman. Mein Scheiß, Slenderman. Irgendwo eine Seite, wir wollen hier Seiten. Ah, dritte Seite. Help me. Ich denke, das zählt als gefunden, oder? Oder muss man die irgendwie collecten? Ach nee, man muss die Seiten so... Ach nee, Scheiße. Man muss die Seiten so aufsammeln. Nein, alles umsonst. Wusste ich nicht. Man muss hingehen und linke Maustaste drücken. Okay, keine Angst. Wir haben erst eine Seite.
Siehste, kompletter Anfänger. Nein, es knistert. Ich will mich nicht umschauen. Slenderman, wo bist du? Ich krieg mir Gänsehaut. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Lol, ist ja normal nicht so, dass beim Menschen so das Sichtfeld rauscht. Renn weg. Wo gehen wir lang? Wo müssen wir hin? Vielleicht war es doch der richtige Weg hier. Scheiße, ich will nicht mehr. Gehen wir hin. Ah, Slender. Oh. Böse. Ganz ehrlich, ich hasse das, wenn dieses Rauschen da einsetzt. Na, hier müssen wir durch. Da können wir durchrennen, wir wissen ja, dass hier keine Seite ist. Wir wissen, dass hier in der Richtung eine Seite ist. Es war natürlich typisch, dass ich das mal nicht blicke, dass man das mit einem Klick aufsammeln muss. Öltanks habe ich auch noch nicht gesehen hier. Naja, vielleicht haben sie die Seite ja versetzt. Wäre auch ganz nett. Dann müsste ich nicht wieder ganz zurücklaufen. Ach nee, man ist wieder eingeengt. Das setzt die Klaustrophobie ein. Klaustrophobie. Man konzentriert sich da so drauf. Und immer dann, wenn er kommt, erschreckt man sich. Klaus. Wie der Slenderman wohl mit Nachnamen heißt. Heißt er Slender oder Slenderman? Friedrich Slenderman. Oh, eine Seite. Oh, mein Licht ist aus. Wieso ist mein Licht aus? Nein, ich will nicht sterben. Ah, nein, wieso? Nein! Ich hatte erst eine Seite. Wieso? Ganz ehrlich. Ich glaube, das war eine ziemliche Noob-Aktion. Ich glaube, ich werde es noch öfter spielen, aber ich werde mich dabei nicht aufnehmen. Fuck, ist das peinlich. Ich hätte 3 haben können. Verdammt. Naja, ihr hört wahrscheinlich meine Mutter gerade im Hintergrund, aber naja, es hat Spaß gemacht. Ich werde es jetzt rendern und hochladen. Ich will nicht. Ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play irgendwas, keine Ahnung, vielleicht mache ich auch mal wieder was. Ciao. Jetzt gerade auch den Arsch abgelacht haben. Oh mein Gott. Ja, ich hab's nicht gesehen. Gott. Dein Helikopter kann durch Bäume durchfliegen, Mann. Unlogisch. Ja, das ist nicht. Nein. So ein Spezialhelikopter. Ich hau einfach ab, Mann. Oh wann mein Gott. Wann entkomme ich eigentlich? Wow, der schmeißt Nagelband, Alter. Schwul. Mhm.